Der Tod von Hamas-Chef Yahya Sinwar durch einen israelischen Scharfschützen im Gazastreifen hat unter den Palästinensern unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Während einige glauben, dass sich seine Tötung dem Weg zur Beendigung des Krieges ebnen und Ruhe nach Gaza bringen könnte, betrachteten andere ihn als palästinensischen Helden, der bis zum Ende gegen die israelische Besatzung gekämpft hat. Sein Märtyrertod würde als Inspiration dienen. Khalid Al-Hayya, stellvertretender Leiter des Politbüros der Hamas im Gazastreifen, ist der Ansicht, die Ermordung Sinwars und aller unserer Führer wird Hamas und unseren Widerstand nur stärker und entschlossener machen, ihren Weg fortzusetzen und ihrem Blut und ihren Opfern treu zu bleiben. Hayya bekräftigte, dass die Hamas die israelischen Gefangenen nicht freilassen werde, solange der Krieg im Gazastreifen nicht beendet sei. Israelische Truppen nicht abgezogen und palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen nicht freigelassen worden wären. Das sehen im Gazastreifen aber nicht alle so. Durch das Massaker vom 7. Oktober an 1200 Israelis durch die Terrororganisation, das auf Sinwars Planungen beruhte, ist viel Leid über die Bevölkerung im Gazastreifen gekommen. Schuld daran sind die Hamas und Yahya Sinwar, wie einige Einwohner der Plattform Al-Monitor berichteten. Seit Beginn des Krieges zahlen sie den Preis. Ihre Kinder sterben, ihre Häuser werden zerstört und das Leben ist zu einem täglichen Albtraum geworden. Die Führer der Hamas würden nicht an die Zukunft oder das Schicksal zukünftiger Generationen denken. Die Propagandamaschine der Hamas läuft jedenfalls auf Hochtouren. Sinwars Tod wird als Heldentod, der im Kampf gegen Israel gefallen ist, dargestellt. Ganz simpel durch die Tatsache, dass er an die Oberfläche und nicht in den Tunneln starb. Das habe ihm Sympathien eingebracht, zitiert Al-Monitor einen Einwohner.